Moin Leute und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns hier in Kurs über deine Wendigkeit. Ich bin der Schulz, heute zurück im Landwirtschaftsnotar 2022 zum Projekt The Old Farmers. Freunde, ja, es geht wieder weiter. Ja, und wir werden jetzt nicht gleich so lange rumschnacken, sondern wir werden gleich rüberjumpen und unseren besten Trecker rausholen, weil ich habe mir jetzt nämlich noch einen Flug gemietet, dass wir die Wiese anfangen können, umzuflügen. Oder umzuflügen. Ja, für... Ja, die Weinstäbe. Genau, und dann werden dann die Weinstäbe dann nächsten Monat noch hingesetzt, hingebaut und dann, genau, wird das sicherlich hoffentlich alles, ja, glatt laufen. Ich hoffe, es passt alles hier mit meinem Ton, ey, mein Mikrofon, das bringt mich irgendwann um. Haufenweise Probleme, ne? Wirklich, zum Kratzen. Ah, genau, ja. Deswegen geht es erstmal wieder zurück zum Shop und dann werden wir dann mal kicken. Beziehungsweise das Ding abholen, dann geht es aufs Feld. Ich glaube, Nummer 14 oder 15 war das, oder auf die Wiese. Ja, und dann ja, geht es los. Dann können wir schon mal gucken. Und dann, ja, wenn das dann heute geschafft ist, dann mal gucken, wo ich mir das alles dann kaufen kann, wie das dann mit Anlieferung aussieht. Weil ich dann wunderbar die Weinen ja, setzen und bepflanzen, dass das dann alles. Ja, angenehm wachsen, sag ich jetzt einmal so. Jetzt hier rein. Genau, Flug habe ich jetzt wieder nur gemietet. Behalte ich nicht, weil man braucht so selten. Und wenn arbeite ich ja mit einem Tiefenlocker ab, aber mit dem Flug kann man eine Wiese eben halt ja, zum Feld machen. Aber ein Feld wollte ich mir jetzt sichern, weil Felder so normalerweise eigentlich viel teurer sind. Ist zwar jetzt mehr Aufwand, aber ja, das ist jetzt so. Ist auch wild. Sehe ich jetzt mal so in meinen Augen. So, in Ordnung, dann geht es natürlich jetzt wieder ja, zurück auf die Wiese. Dann werden wir die Schippe arbeiten. Mal, mal gucken, wie groß wir es machen wollen. Dementsprechend auch, wie viele ja, Raben wir haben wollen. Aber das wird mal schon alles irgendwie hinbekommen. Genau, falls ihr euch jetzt Gedanken macht, den Geld mit einem Lungen rein, ich habe ja noch offenweise Güter, die ja noch zum Verkaufen sind, was ich ja dann auch natürlich ja, dieses Jahr, in diesem Jahr noch machen werde, aber den Traubenernter will ich dann erst nächstes Jahr holen, wenn es soweit ist. Wir können ja gleich mal gucken, oder wir gucken jetzt mal ganz kurz schnell, wann so die Ansaatzeit überhaupt ist. Das ja, wäre natürlich praktisch. Trauben. Aha, jetzt ist Erntesaison und Ansaatzeit. Ach, ist erst dieses Jahr März. Okay, ah, okay, also das heißt, im März erst braucht man die Farben setzen oder wie oder was. Oder kann man die schon eher setzen? Ich weiß es nicht. Aber Erntezeit ist dann so September, Oktober. Also jetzt, wo wir uns so jetzt befinden. Okay. Ist ja auch interessant. Muss man ja mal sagen, okay. Naja, dann haben wir mal schauen, wie wir das am Schloss machen, weil ich werde mich mal dazu auch ein bisschen belesen, wie das hier so im Landwirtschaft oder so ja, von sich geht. Und mal gucken. Wir werden ja, das irgendwie schon herausfinden. Irgendwie. So, das schon. Ich werde mal die Karte ein bisschen mit anmachen, dass ich hier auch was sehe. Ich kann das die Autos hier hängen bleiben im Flug, aber wie das aussieht, sieht es erstmal ganz gut aus. Das ist ja schon mal ja, viel wert, kann man sagen. Ja. Wunderbar. Der Bahn. So. Da sind auch ein paar Felder hier. Riesen. Mein Gott, ey. So berge ich alles. Ja, auch schön, mal hier lang zu fahren hier hinten. Ich glaube, so war man hier hinten noch nie. Also wir sind, glaube ich, hier hinten so noch nie lang gefahren. Wieso? Ja, ist auch ganz schön. Mal. So. Machen wir mal diese 14.
nicht hin. Wir waren auf Wiese 13, beziehungsweise bei Escape auf der Karte, auf der Landkarte, da ist es Wiese 15. Deswegen war ich ja auch letzte Folge so ein bisschen getriggert davon. Genau. So. Jetzt. Das ist so. Nochmal ausmachen und auch stehen bleiben. So. Ja, jetzt. Boah, hör auf zu hupen, fahr einfach, du blöder Wind, mein Gott, Alter. Mal gucken, wie wir es machen. Am schlausten. Aber wir werden auch schon irgendwie hinbekommen. Ich werde so ein bisschen grünen Streifen zu lassen. So, wir müssen erstmal gut aufklappen. Was habe ich gedrückt? Ja, Flug auf. Ach, jetzt habe ich ihn zusammengeklappt. Der war jetzt drauf geklappt. Aha. So. Okay, so, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Feuerstellen zulassen. Ja. Feuer die Wand. Den Flug senken. Ja. Gut, funktioniert. So. Dann würde ich sagen, wir ziehen jetzt erstmal hier so eine Bahn. So grob. Und dann, ja, werden wir mal gucken. Das ist schön, wir müssen auch den Steinsanger auch rüberfahren. Müssen wir auch noch. Okay, werden wir noch machen. Kein Problem. Also ich will erstmal grob eine Form machen, wie ich es mir so vorgestellt habe. Und dann würde ich sagen, werden wir das Feld dann schön ausschachten. Und ja. Dann denke ich mir mal, wird das bestimmt klappen alles. So, halbwegs gerade hier. Wunderbar. So, ich würde mal sagen, wir bleiben mal hier so. Und dann mal hier so mit runterfahren. So. Oh. Fahren wir hier lang? Ja. Sieht gut aus. Hochklappen wieder. So. Kannst wieder runtergeklappt werden. So, und dann fahren wir mal. Wir versuchen mal so halbwegs die Rade runterzufahren. Und das wird dann ja unsere Raden, Breite und Länge, wo dann unsere Beinraden dann ja wachsen können dann. Genau, ja, so werden wir es machen. Wenn es zu wenig ist, dann können wir uns immer noch ein weiteres Feld holen oder das noch ein bisschen weiter auskleiden. Da werden wir dann sicherlich schon alles mit hinbekommen. So, ich kann mal kurz was setzen. So. Mal so eine schöne Probe, so dass wir dann hier eine schöne Anbindung hinbekommen. Naja, weniger schön, aber das ist in Ordnung. So. Dann können wir wieder hochklappen. So werden wir es auch machen, ne? Erstmal. Ja, wir werden das machen. Wir waren das mit Drehen. B, ne? War das Drehen, ne? Ja. So, wollen wir das hier noch ein bisschen schick machen. Auf alle Fälle. So, dann können wir das hier mal senken. Ja, sehr gut. Ja. So, dass das schon halber Weg so ein bisschen ordentlich haben. Mindestens halber Weg. So. Das kann sich blicken lassen. So, dann kann man wieder drehen. Die Kacke. So. Ja, und das heißt, das hoch und runter fahren. Hoch und runter fahren, hoch und runter fahren. So. Dann können wir es wieder senken. So. Ich muss da natürlich jetzt wieder stehen lassen da. So. Perfekt. So.
Und dann geht das jetzt so die ganze Zeit hoch, runter, bis wir eben halt dann das komplette Feld dann hier haben. Und dann werden wir dann mit einem Steinsammler rüberfahren, die Steine aufsammeln. Wir werden das hier immer gründlich düngen dann, aber machen wir das nächstes Jahr dann. Wahrscheinlich müssen wir dann unser Unkraut hier wegmachen. Dann, wie gesagt, werden wir dann wunderbar hier düngen. Ne? Und allem drum und dran. Dann denke ich mir mal, wird das auch sicherlich, ja, hinterher klappen, wenn ich ausgesetzt natürlich auch alles richtig gemacht habe. Das ist ja hier auch die entscheidende Frage. So, gut, aber den kleinen Putzel, der hier noch so steht, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh Gott, dann kriege ich jetzt haufenweise Nachrichten hier. Weil es ist Sonntag. Habt auf zu schreiben. Meine Ruhe haben. So, das ist auch echt eine kleine Kunst hier mit dem hier. Ah, nein, hoch. Das soll man noch nicht machen. So. Runter, perfekt. So, und wieder hoch. Perfekt, so, dann können wir das Ding wieder drehen hier. Ja. Genau. Ja. Anstrengend mit dem Flug, aber ich arbeite auch recht wenig mit dem Flug. Muss ich ja mal mit dazu sagen. Ja. Also wirklich, Flugarbeit habe ich wirklich noch nie so viel gemacht. So, die Hälfte steht ja wieder. Muss ich dann schon wieder wegmachen. Und ich wollte jetzt auch nicht so einen Riesenflug. A, meine Trecker haben never so viel PS. Ja, und B, man muss ja auch ein bisschen günstig leben. Ne? Wie gesagt, das wird doch genug Geld rausfliegen. Und ich will ja auch noch ein paar Bienenstecker und allem nochmal dran setzen. Hier natürlich auch. Ne? Steckt er dann auch den. Steckt er dann auch der Ernteertrag und allem drum und dran. Ne? Wie gesagt, den würde ich ja auch gerne machen wollen. Dass wir auch eine höhere Einnahmequelle haben. Weil ich glaube, wir können die auch nur einmal abpflanzen dann, ne? Einmal und dann müssen die, glaube ich, erstmal wieder nachwachsen. Oder wie das abläuft. Ach Mensch, das ist peinlich. Ich habe mich nicht erkundigt davon, ey. Schlimm. Schlimm. Aber naja, so ist es. Was will man machen? Aber wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder ungefähr wisst, wie das abläuft, könnt ihr es natürlich mir sehr gerne unten mit in die Kommentare schreiben. Würde mich natürlich auch sehr interessieren. Ihr seid immer ein bisschen Feedback rein. Ja, und bringt mir hinterher auch noch weiter. Oder uns dann. Und dieses Projekt. Genau, ja. Und sehr gerne auf den Kanal natürlich abonnieren, Freunde. Ich möchte, also Ziel ist es noch bis Ende des Jahres noch die 300 Abonnenten zu knacken. Es liegt an euch. Erfüllt mir den Wunsch. Oder auch nicht, müsst ihr wissen. Genau, es wäre zumindest wirklich sehr schön. Wirklich, es wäre sehr schön. Aber mal gucken, was wir dann noch die 2 Monate reisen werden. Die kommenden 2 Monate. Der wunderbare November und Dezember. So, dann machen wir natürlich hier auch noch weg hier. Ich will hier kein Grünzeug haben hier. Ich will hier dann hinterher ein schickes kleines Beetchen haben. So. Dann kommt das hier wieder runter. Und dann kann es weitergehen. So, Freunde, gut, aber damit würde ich auch sagen, verabschiede ich mich auch von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich natürlich sehr freuen. Gerne kostenlos den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, gerne meinen Zweitkanal abchecken, den Jenko Live Kanal, wo dann auch Reactions, Best-Offs, Momente aus Call of Duty oder Outlast kommen, Reaktionsvideos und so weiter und so fort, gerne abchecken, gerne auch Instagram und Discord abchecken, würde mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Landwirtschaft 2022 Projekt zum Beispiel Farmers oder bei irgendwelchen anderen Projekten, die auf meinem Kanal laufen. Ja, und Freunde, damit würde ich sagen, bin ich raus. Euer Schulz von den Kurs. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.